Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zum Medieval Dynasty. So, ein kurzer Moment. Ich muss so kurz was gucken. Gut, Fleisch mit Soße und so haben wir noch. Wir haben jetzt halt immer noch das Problem, dass wir die Beeren brauchen, damit wir hier weitermachen können. Mit Ivy können wir nicht weitermachen, weil der frisst unser ganzes Geld auf. Und ich habe jetzt nochmal genau nachgegoogelt. Es gibt wohl mehrere Spots. So, hier soll es wohl einen Spot geben, wo Beeren auftauchen können. Genau wie hier oben irgendwo. Und hier unten sollen auch welche auftauchen können. Aber das ist wohl reine Glückssache. Nur weil sie da auftauchen können, heißt es nicht, dass auch wirklich welche da sind. Das ist wohl reine Glückssache. Am dichtesten dran von uns wäre wohl hier oben. Da sollten wir zwischendurch mal gucken. Aber nicht immer wieder, weil wir können jetzt nicht jede Folge ständig nach Beeren suchen. Ich gehe mal kurz baden. Wir müssen sowieso jetzt erstmal. Da führt kein Weg dran vorbei. Einen neuen Bogen bauen. Und Geld scheffeln. Und mit dem Geld scheffeln möchte ich mal kurz gucken, da wir ja schon so viel Leder haben. Auch wenn ich mal irgendwie Klamotten oder sowas machen kann. Ach ja, der ja den Rocken stimmt hier. Das andere Feld, was wir hatten, das war hier neben. Das hatte ich schon weggemacht, oder? Nein, das ist noch da. Da ist bloß im Moment nichts drauf. Und da ist auch noch eins. Ich will die Felder hier ja weg haben und da große hin haben. Hier hatten wir ja angepflanzt. Das eine war, glaube ich, Flachs. Das ist das aktuell leere. Das hier war, glaube ich, das Flachsfeld. Kann man doch auch nachgucken. Ne? Moment. Felder. Die beiden großen. 5x6, 6x6. Ah, sind doch nicht gleich groß. Auf jeden Fall, das sind einmal Zwiebeln, einmal Kohl. Okay. Und die drei kleinen sind Roggen, Karotten und Flachs. Okay. Ich will ja letztendlich von allen große Felder haben. Ich gucke jetzt trotzdem erstmal nach dem Leder. Also, was wir daraus machen können. Weil wir müssen an Geld kommen, damit wir erstmal Klamotten machen können. Hier kann man ja so einiges herstellen. Tuniken, davon haben wir eh noch nichts frei. Kragen und Kapuzen auch nicht. Haben wir überhaupt irgendwas frei? Kopf auch nicht. Schneiderei. Gut, einfache Tasche könnte man hier machen. Die ist aber auch nichts wert, ne? Und das ist ein Trinkschlauch, könnten wir machen. Ah, da brauchen wir wieder Leinfäden für. Leinengewebe. Okay. Hände. Ah, das wäre zum Beispiel nur Leder. Da müssen wir gleich mal gucken. Schuhe. Brauchen wir auch hauptsächlich Leder für und Pelz. Habe ich gerade gesehen. Okay, machen kann man hier so einiges. Und hier brauchen wir wahrscheinlich wieder Leinfäden und... Ja, ja, ja. Gut, wenn ich erstmal nach Hände gucke. Ich muss mal kurz gucken. Technologie. Wo ist denn die schöne Schneiderei? Das ist wahrscheinlich bei Crafting. Näherei, so. Hände, 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 Hände. Haben wir hier irgendwas mit Händen zwischen? Da. Was 200 Münzen, die haben wir gerade eben noch so. Wenn wir damit aber später wieder Geld machen könnten, erwerbt das mal. So, jetzt müssen wir doch zumindest Hände frei haben, ne? Da bräuchten wir 20 Leder für. Dicke Lederhandschuhe. Ich will mich mal gucken, ob die uns wirklich Geld bringen. Ich gehe mal kurz ins Ressourcenlager, holen wir unser Leder. Trink vorher ein Schlückchen, sehe ich gerade. Weil das nützt alles nichts. Bären gut und schön, wir bauen uns gleich noch einen Bogen. Wenn wir unterwegs mal einen Bären sehen, wir können ja zwischendurch mal kurz einen Abstecher machen, dann erledigen wir den. Aber ich werde jetzt nicht mehr die ganze Folge lang, wie die letzten Folgen, ständig nach dem Bären jagen. Das hat keinen Sinn. Das bringt auch nichts. Ich kümmere mich jetzt erstmal um, damit wir wieder an Geld kommen. Leinfaden haben wir noch zwei. Davon brauchen wir sowieso noch ein. Für. Alter, das sind 100 Kilo. Wie viel könnte ich denn mitnehmen? Ah, naja, knapp 20 Kilo könnte ich mitnehmen. Ah, es sind immerhin schon mal 79 Leder. Ah, es war sogar ein Leder zu viel. Gut, den einen Leder, den können wir auch wieder reinpacken. Zack. So. Dann mache ich daraus erstmal Handschuhe, würde ich sagen. Vielleicht können wir die ja gut zu Geld machen. Bevor ich jetzt aber gleich loslaufe und das verkaufe, mache ich noch schnell einen neuen Bogen und ein paar neue Pfeile. Das geht ja nicht anders. Das ist, sonst kommen wir hier nicht weiter. So. Hände. Daraus könnten wir... Gut, 6 könnten wir jetzt machen. 3 meine ich. So. Ich will nur mal gucken, ob die überhaupt Geld bringen. Da bin ich mal gespannt. Es dauert zumindest schon eine ganze Weile, bis er es gemacht hat. Aber ich glaube, das kann man auch hochskillen. Wir müssen Kohle machen. Erstens, wir sind kurz vorm Winter. Der Herbst ist gleich vorbei. Zweitens müssen wir im Frühling auch wieder die Steuern zahlen. Wir können jetzt also nicht alles an Geld in Alvin reinpumpen. Irgendwann besiegen wir diesen Abzocker. Aber noch ist es nicht so weit. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was das kostet. So, gut, im Inventar wird ja mal mehr angezeigt, als es letztendlich wert ist. Wo sind denn die schönen Handschuhe?
Handschuhe, Handschuhe, Handschuhe. Da. Also hier steht, die bringen 100. Dann bringt das wahrscheinlich beim Händler 40, 50. Aber damit lässt sich richtig gut Kohle machen. Dann hole ich noch mal ein bisschen later. Dann verkaufen wir gleich ordentlich ein paar Handschuhe. Machen uns noch den Bogen. Brennholz haben sie zum Glück erstmal eine ganze Ecke auf Vorrat. Weil wir haben ja so viel Leder angesammelt im Laufe der Zeit. Knapp 12 Kilo, die Handschuhe wiegen natürlich auch was. So. Federn, Stein, das mache ich gleich alles. Wie viel haben wir denn jetzt einstecken? 68 kriege ich noch. Ah, da könnten wir wieder nur 3 machen. Ich müsste eigentlich nochmal 12 Stück mitnehmen, aber dann sind wir mit Sicherheit überladen. Aber gut, so weit ist die Schneiderei ja nicht. So. Ja, gerade ebenso überladen. Habe ich noch irgendwas, was hier nicht reingehört? Nö. Gut, aber da ich eh Hunger habe, könnte ich was essen, dann sind wir vielleicht wieder ein Tickchen leichter. Ah, gut, wir sind 200 Gramm zu viel. Was, ich pack die, na gut, doch, die sind das, ne? Die erstmal, sollst du nicht essen, du solltest ihn da reinpacken. Ach, weißt du was, die Dinger wachsen hier überall. Ich sammle eh gleich nochmal einen ganzen Schlag, bevor die hier, der Frühling, der Herbst vorbei ist. Weil im Winter gibt's die ja nicht. So, sind wir mich nicht mehr überladen. Stelle ich noch schnell denn die 4 Handschuhe her. Die werden wir dann verkaufen. Machen wir noch einen Bogen. Dafür brauchen wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, Rundholz. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel muss ich gucken. Auf jeden Fall 50 Federn, 5 Steine. So viel weiß ich noch. So. Davon müssten wir dann auch mal 4 Stück machen können. Es dauert wieder ein Weilchen. Den Bogen will ich einfach nur schon mal machen, damit wir einen dabei haben. Falls wir unterwegs doch mal einen Bären treffen sollten. Weil den brauchen wir nun definitiv. Kohle brauchen, machen wir jetzt erstmal erstmal wegen den Steuern. Das dürfte eine ganze Ecke werden. Und wenn dennoch was über ist, dann kümmern wir uns erstmal um Alvin. Das heißt, Alvin muss jetzt erstmal bis zum Frühling warten. Wir können nicht unsere ganze Kohle in ihn reinpumpen. Das funktioniert nicht. So, einmal noch. Vor allen Dingen, er schnibbelt an einem Oberteil rum, obwohl wir Handschuhe machen. Aber gut, wird schon stimmen. So, das heißt, wir hätten jetzt 7 dicke Lederhandschuhe. Das müssten ja, wenn ich das kriege, was hier im Inventar steht, 700 Münzen sein. Glaube ich aber nicht. So, für einen Bogen brauchten wir die Werkstatt. Die ist hier. Nur kurz gucken, wie viel Rundholz wir brauchen. Ein Rundholz, ein Ladenfaden. Okay, und dafür brauchten wir Stock. 10 Stock. Okay, das kriegen wir alles hin. Einmal ins Ressourcenlager. So, den bräuchten wir 50 Federn. Die wiegen ja zum Glück so gut wie nix. Ein Rundholz. 5 Steine brauchten wir. So. Und 10 Stöcker noch, ne? So. Das war, glaube ich, alles, was wir jetzt brauchten für den Bogen. Mit Pfeile. Und das wird auch gleich dunkel, also verkaufen tun wir alles am nächsten Tag. Ich wollte das schon mal herstellen. Ich wusste ja, dass es dunkel wird. Damit wir hier alles haben. So, erstmal den Bogen. Ah, das Rundholz fehlt noch. Okay. Dann mache ich erstmal die 50 Pfeile. Dann haben wir die zumindest schon mal. So. Und ich besorge... Ich habe doch ein Rundholz mitgenommen. Ja, habe ich auch. Ach, ich habe den Leinfaden vergessen. Alles klar. Wusste ich doch, dass was fehlt. Ja, gut. Werkstatt und Ressourcenlager sind ja jetzt nicht so weit auseinander. Leinenfaden, Leinenfaden, da. Zack. Das muss auch unbedingt im Frühling wieder rauf aufs Feld. Da müssen wir mal drauf achten. Vielleicht pflanzt unsere Feldarbeiterin das ja automatisch an. Müsste sie eigentlich. Aber ich glaube, sie pflanzt nur 5 an, weil wir auch 5 drauf hatten. Das heißt, den Rest müssen wir noch selber machen. So, der Bogeneimer. Sehr schön. Dann hätten wir das alles wieder. Und wir machen jetzt erstmal die Kohle. Bei dem ganzen Leder, was wir haben, kann man ruhig mal was verbrauchen. So, den Bogen setze ich gleich wieder auf die 4.
Pfeile sind noch ausgerüstet. Pfeile müssen wir jetzt auch einiges haben. 59, ja, 59 Pfeile haben wir jetzt. So, dann würde ich sagen, wir legen uns kurz schlafen und dann marschieren wir erstmal los und besorgen uns das Geld. Gute Nacht und willkommen im Winter. Jahr 3. So. Sehr schön, sehr schön. Ist hier irgendein Häuschen wieder kaputt gegangen? Ich müsste mal kurz... Oh ja. Oh ja. Unsere Hütten brechen schon wieder auseinander. Hier, mein eigenes Haus auch schon wieder. Ah, das ist doch ärgerlich. Ah, ich brauche jede Menge Stöcker. Ja, Stroh auch noch. Ich würde sagen, da kümmere ich mich gleich drum. Wir marschieren einmal kurz ins Dorf. Verkaufen das schnell, damit wir wieder Platz haben. Wir müssen uns ein bisschen Stöcker und Stroh besorgen. Wird ja kein Weg dran vorbei. Unsere Hütten müssen wir ja auch reparieren. Dann sag ich mal, bis wir gleich da sind. Bin ich mal gespannt, ob wir wirklich diese 100 kriegen oder weniger. So, dann wollen wir den Kram mal verkaufen. Wir sind beim Dorf angekommen. Neue Mitarbeiter gucke ich momentan absichtlich nicht, weil wir momentan sowieso nichts Neues. Wir haben ja immer noch einen, der keine Arbeit hat. So, die gute Adelina ist hier. Wir verkaufen das einfach mal an sie. Dann bin ich mal gespannt, was wir jetzt dafür kriegen. Wo sind die denn? Handschuhe? Da. Ah, so kriegen wir 35. Okay, aber immer noch eine ganze Ecke mehr, als wir von restlichen Sachen kriegen würden. Davon jetzt alle 7 Verkäufe sind immerhin 245 Münzen. Haben wir zumindest wieder ein bisschen was. Ja gut, 200 haben wir ausgegeben, ne? Für das Rezept. Und sie verkauft das jetzt für 190. Alter, das sind Abzocker hier, ne? Das ist schon nicht mehr normal. Alvin muss jetzt erstmal warten. Wir müssen erstmal weiterhin Geld machen, um die Steuern zu bezahlen. So, wir müssen gleich unsere Hütten reparieren. Ich werde jetzt einmal ganz kurz, weil ich in der Nähe bin, einen Abstecher nach da oben machen, gucken, ob jetzt ein Bär da ist. Wenn einer da sollte, hole ich euch natürlich dazu. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder bei uns im Dorf. Da war natürlich kein Bär, habe ich auch nicht erwartet. Ich wollte trotzdem mal kurz gucken. Das ist nämlich einer der Punkte, wo ein Bär spawnen kann. Wäre ja auch zu schön gewesen. Jetzt marschieren wir jetzt erstmal wieder nach Hause, kümmern uns um unsere Hütten. Nicht, dass sie noch alle zusammenfallen. Irgendwann werden wir schon einen finden. Nur eine Frage der Zeit. Dann kann der was erleben, dass er sich so lange versteckt hat. So, dann stratze ich mich jetzt kurz ins Ressourcenlager. Hol schnell ein paar Stöcker und Stroh. Das müssten wir eigentlich alles drin haben, damit wir unsere Hütten wieder auf den neuesten Stand bringen. Weil ich glaube, das macht auch die Bewohner unglücklicher, wenn die so kaputt sind. Das muss ja nicht sein. Und dann wird hoffentlich irgendwann mal irgendwo ein Bärchen auftauchen. Wäre sehr, sehr schön. So, das Ressourcenlager war das hier, ne? Hier, das, genau. Pack den Bogen mal wieder weg. Den hatte ich nur in der Hand, falls irgendwie ein Bär auftauchen sollte oder so. So, Steine nicht. Hier, Stöcker brauchen wir. Dann nehme ich mal einen ganzen Schwung mit. So, 99. Und ich nehme ein bisschen Stroh mit. Dann nehme ich mal alles mit. Ich weiß nicht, ob ich noch Rundholz brauche. Ich nehme die sicherheitshalber mal mit, die 3 Stück. Oder auch nicht. 3 sind zu viel des Guten. Einen packe ich mal wieder rein. So. Und dann gehen wir erstmal auf Hüttenreparaturtour. Hier ist was kaputt. Da ist ein Riesenloch im Dach. Da brauchen wir zum Glück nur ein bisschen Stroh. So. Da ja, hier nichts mehr. Gut, hier noch. Auch wieder heile. Jupp, das ist unser eigenes Haus. Kommt auch sofort. Dann machen wir auch mal wieder heile. Da ist auch noch was kaputt. Sehr schön. So, das hätten wir alles, ne? Hier war, glaube ich, nichts mehr. Das ist noch gar nicht so alt hier. Hier dürfte eigentlich nichts kaputt sein. Sieht auch nicht kaputt aus. Nein. Gut, dann muss ich da vorne noch einmal die Hütten überprüfen. Ich glaube, da steht schon ein bisschen länger. Aber jetzt noch nicht so viel, aber es steht da. Aber ich glaube, das ist auch alles noch heile. So, ja gut, ich sehe hier jetzt nichts Kaputtes, ehrlich gesagt. Nö, das ist alles noch im guten Zustand hier. Sehr schön. Gut. Dann hätten wir das auch repariert, dann kommt der Rest wieder ins Ressourcenlager.
Brennholz haben sie noch genug? Wir müssen eigentlich noch ein bisschen mehr Geld scheffeln. Wie viel Leder haben wir denn noch? Ich muss hier ja eh rein. Stöcker und das müssen wieder rein. Strom muss wieder rein. Gut, unsere Hütten werden langsam alt. Da geht jetzt jede Jahreszeit irgendwas kaputt. Die zwei Rundholz kommen wieder rein. So. Ich brauche eigentlich auch, die benutze ich ja so gut wie gar nicht mehr. Ich pack die mal, auch wenn sie hier eigentlich nicht reingehören. Mal mit rein, die nehmen ja auch jede Menge Platz weg. Ein Speer reicht für den Notfall. Oder zwei, jetzt haben wir zwei. Ne, ein. Gut, wir haben ja den Bogen, mit dem wir sowieso hauptsächlich schießen. So, was davon haben sie genug vom Brennholz? Ja. Wie viel haben wir da noch an Leder? Noch jede Menge. Könnte man alles zu Geld machen. Das würde mich gnadenlos überladen. 25 Kilo kriege ich mit. Ah, ich müsste aber trotzdem 100 mitnehmen, damit ich zumindest einigermaßen was herstellen kann. Na, na. So. Ja, gut. 400 Gramm überladen. Das ist jetzt nicht so ein Weltuntergang. Gehen wir kurz zur Schneiderhütte, machen uns noch ein paar Handschuhe. Gibt auch noch mal ein bisschen Geld. Uns bleibt nichts anderes übrig, da wir die Steuern haben. Dann will ich mich gleich nochmal um die Felder kümmern. Sie hat hier zwar alles wieder angepflanzt, aber die Felder sollten eigentlich weg, die kleinen hier. Das war mein Fehler. Aber das nächste Mal denn eben. Deswegen hatte ich geguckt, was wir auf den großen haben. Damit wir da später das nächste große machen können. Aber jetzt kommen erstmal die Handschuhe. So. Und auch nochmal 5 Stück machen. Gibt alles ein bisschen Kohle. Und wir haben mal ein bisschen Lederverbrauch, weil davon haben wir ja wirklich sehr, sehr viel. Ich glaube, das Leder ist an sich schwieriger als die fertigen, also schwerer als die fertigen Handschuhe. Ja, guck, die Überladung ist schon weg. Sehr schön. Dann haben wir zumindest noch ein bisschen Geld, was wir verkaufen können. Geld verkaufen können. Haben noch was zum Verkaufen, zum Geld machen, so. Mein Deutsch manchmal. Gut. Das mit dem Bären, ja, wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob man im Winter überhaupt auf den Bären treffen kann. Vielleicht halten die auch alle Winterschlaf. Das werde ich da jetzt nicht speziell nachsuchen, auch wenn es mich immer noch ärgert, weil wir kommen so nicht weiter. Ich kann so kein Haus bauen. Oder keine Fabrik mehr. Ich wollte ja Fabrik allein schon. Handwerksbetrieb. Ich wollte ja die Fischerei bauen. So. Essen dürften wir auch noch jede Menge haben. Davon könnte man vielleicht auch noch mal was köcheln. Zum Geld machen. Ah, muss ich mal kurz gucken. Wir haben hier, glaube ich, so viel Essen drin, was schon weggammelt. Allein schon das gebratene Fleisch sammelt sich an. Hier, die ganzen Pilze können weg und die ganzen Beeren gammeln schon weg. Und Dünger haben wir im Moment auch genug. Ich glaube, wenn ich die alle mitnehme, bin ich überladen, oder? Nein. Die Pilze aber wahrscheinlich schon. Ich nehme jetzt mal alles mit, was wir hier nicht unbedingt brauchen. Hier, die können noch mit. So. Ah, das Fleisch gammelt auch schon weg. Oh, vor allem, wir haben so extrem viel Fleisch, ne? Aber Fleisch ist jetzt definitiv zu schwer. Nimm erstmal die ganzen Pilze mit. So, hier sind noch Pilze. Dann haben wir hier noch Röhrenpilze. Ja, die gehen noch. So, Speisemäulchen gehen wahrscheinlich nicht mehr komplett, oder? Ah, nicht mehr komplett. So. Denn hier, davon müssen ein paar raus. Wir haben genau 1,3 Kilo zu viel. So. Also müssen 13 Stück raus. Yep. Sehr schön. Dann verkaufen wir nämlich erstmal das. Ah. Und treffen vielleicht unterwegs einen Bären. Ich weiß nicht, hier ist, glaube ich, kein Bärenspot. Hier unten war das hier irgendwo, wo ich gesehen habe, soll ein Bärenspot sein. Bei Dagobert selber, ich glaube hier hinten. Ich könnte ja auch noch den Nick hier laufen, da können wir auch verkaufen. Dann können wir hier vielleicht nochmal gucken. Schaden kann es nicht. Bei Dagobert werden wir angekommen. So, machen wir schnell Kohle und dann gucken wir dahinter nochmal. Ich glaube sogar, könnte auch ein Stein sein, bin ich ganz sicher. Aber das könnte auch ein Bär sein. Das sieht sogar fast nach einem Bär aus. Aber jetzt erstmal nach Dagobert. Du bist Dagobert, ne? Komm mal her. Zeig mir mal deine Ware, mein Freund. Ich habe da so einiges für dich. Erstmal die Beeren. Zack. Dann die ganzen Pilze. So. Fleisch mit Soße behalte ich selber, aber Fliegenpilze. Die Riesenschirmpilze. Die Röhrenpilze. So, dann die Speisemorche. Fleisch mit Soße wollte ich selber behalten. Und hier die dicken Lederhandschuhe kriegst du auch.
Sag, jetzt bin ich zumindest schon mal wieder bei 833 Münzen. Sehr schön. Den haben wir so ziemlich geschröpft. Er hat nur 778. So, das war's erstmal, Dagobert. Hier soll ja auch so ein Art Spot sein. Wir können da doch einfach mal gucken. Ich glaube, das ist sogar eine Gegend, wo wir noch nicht waren. Ich nehme sicherheitshalber den Bogen in die Hand. Ich persönlich glaube zwar auch nicht, dass hier ein Berg ist. Ihr kennt ja mein Pech. Werde auch nicht stundenlang rumgucken. Vor allem, weil ich gleich nochmal die Felder überprüfen muss. Ich glaube, die müsste normalerweise Karotten anpflanzen. Bin mir nicht so ganz sicher, ob sie das getan hat. Sonst müssen wir das nämlich selber machen. Mhm. Sehen tue ich jetzt hier bärenmäßig nix. Jut. Ne, in der Tat sehe ich hier nix, eh? Ne? So einen Bären kann man ja in der Regel nicht übersehen. Ja gut, hier sollte halt der Spot sein ungefähr. Entschuldigung. Da vorne ist noch ein Dorf. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal waren. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube aber auch nicht, dass wir hier irgendwo einen Bären finden, ehrlich gesagt. Ich meine, gucken kann man ja mal kurz in dem Dorf. Vor allem, weil wir da noch nie waren. Das wäre mal was Neues. Aber rechnet man nicht damit, dass wir auf einen Bären treffen. Die verstecken sich aus irgendeinem Grund vor uns. Aber danach nur kurz zum Dorf, dann kann ich nämlich auch gleich einen Schluck. Ah, ist ein Reh. Schluck im Wasser trinken. Und dann gucke ich erstmal die Felder nach. Weil im Karottenfeld haben wir, aber ich weiß nicht, ob die Händlerin das gespeichert hat. Unsere Mitarbeiterin. Nein, wir haben nämlich doch so ein kleines Karottenfeld. Eigentlich müsste sie es gemacht haben, aber das muss ich überprüfen. Dann können wir hier zumindest ein Schlückchen nehmen. So. Dann mal kurz zum Dorf da vorne hin, auf dem direkten Weg. Da ist wieso nicht, glaube ich, dass hier ein Berg ist. Hier hat er mir keinen Bärenspot angezeigt. Aber ins Dörfchen will ich mal kurz. Pack den Bogen mal wieder weg. Hier ist eh kein Bär. So, das ist nämlich so ein kleines Mini-Dörfchen. Aber hier ist zumindest ein Neuankömmling, den ich im Moment das Dannyborn nicht ansprechen werde. Einfach aus dem Grund, wir können den momentan sowieso nicht. Warst du der Händler hier? Das ist der Theobald. Jo, Theobald, was verkaufst du denn? Eisenhammer, eiserne Axt, Schurzschere, Sense, Spitzhacke, Eisenpfeil. Gut zu wissen, aber nicht jetzt. Und hier war noch einer, da vorne irgendwo. Hier im Haus. Jo, die Giselda. Und die Giselda verkauft was? Ah, Bolzen, Steinfall, Fleisch, Trockenfleisch, die verkauft so ziemlich alles. Oh gut, das wollte ich ja nur wissen. So. So, auch echt am Arsch der Welt hier, ne? Aber hier ist nirgendwo... Wie gesagt, ich glaube, er hat mir hier auch keinen Spot angezeigt oder sowas. Und da ist auch nichts mehr weiter da hinten, ne? Ne. Ich werde jetzt erstmal zurück nach Hause latschen. Wie gesagt, wir müssen die Felder das überprüfen, haben zu Hause einiges zu tun. Wir haben die letzten Folgen so viel vertrödelt, dass ich jetzt auf direkten Wege nach Hause gehe. Das wäre ungefähr in diese Richtung hier. Jo. Gut. Dann mache ich mich jetzt dahin. Das ist ja ein ganzes Stück. Wir sehen uns da wieder. Es sei denn, es sollte unterwegs irgendwas Besonderes passieren. Dann seid ihr natürlich wieder dabei. Das kennt ihr ja. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich bin einen kleinen Umweg gelaufen. Ich bin schlicht und einfach nochmal hier vorne am See vorbeigeguckt, ob da was ist. Ist aber auch nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder zu Hause. Vielleicht halten sie auf Winterschlaf. Wir werden schon irgendwann. So. Das muss ich mal kurz hier überprüfen. Wir haben hier ein großes Feld. Das war, glaube ich, das Zwiebelfeld. Das müsste im Frühling wieder kommen und das war das Kultfeld. Genau. Da vorne haben wir noch drei kleine. Das eine ist bepflanzt mit Roggen. Da waren sie ja schon bei. Das ist bepflanzt mit Karotte. Sie hat es tatsächlich getan. Okay. Denn werde ich jetzt nochmal, wenn das denn später fertig ist, werde ich es wegreißen.
hier nochmal ein neues Feld hinmachen für Karotten später. Ich will später nämlich hier die ganzen großen Felder hin haben. Dazu müsste aber einmal das Bäumchen weg. Das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Sonst passt das hier nicht. Ja. Der müsste weg. Und die Baumstümpfe müssten gleich weg. Ich will halt später hier so die ganzen großen Felder haben. Ich glaube, die sind... Naja, aktuell geht es. Okay. Schaufel habe ich, glaube ich, noch zu Hause in der Kiste. Ansonsten baue ich mir schnell eine. Die kosten ja nichts. So, du kommst noch weg. Da fliegt das um durch die Gegend. Wo ist denn der Rest gelandet? Da ist was. Das ist die Spitze. Ah, hier neben. Alles klar. So. Dann mal kurz nach Hause. Das hätten wir da. Dann kann ich auch mal kurz schnell mein letztes Fleisch mit Soße reinfuttern. Wir können uns ja jederzeit Essen kochen bei der Menge, die wir haben. So, habe ich hier eine Schaufel? Habe ich nicht. Gut, habe ich sie denn vielleicht einstecken? Auch nicht. Gut, ich baue mir schnell eine Schaufel. Das ist gar nicht das Problem. Die Werkstatt ist auch gleich nebenan. Da ist sie. Und da können wir nämlich noch ein Feld hinmachen, wo wir Karotten raufklatschen. Damit wir später, wenn die Karotten da unten fertig sind, das kleine Feld mal wegkriegen. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Wo ist sie denn? Wurfstein, Steinaxt. Ich konnte irgendwo mal eine Schaufel machen. Aber wo? Steinwerkzeuge. Da. Ah, guck mal, geht sogar. Braucht zwei Rundholz, sechs haben wir einstecken. Passt. Sehr schön. Und kurz die Schaufel ausrüsten. Wo ist sie denn jetzt? Da. Gut, die packe ich mal auf die 5. Dann grabe ich da kurz die Baumstümpfe aus. Dann kriegen wir zumindest schon mal das Feld dahin. Ich könnte, glaube ich, das Feld auch über die Baumstümpfe rüber machen, aber dann verlieren wir Holz. Das muss ja auch nicht sein. So, und du noch weg. So, Gebäude, Landwirtschaft, Feld. Das muss ich bloß mal gucken. Was soll wenn schon hier neben? Wo es ganz daneben geht ja nicht. Das müsste ich so machen. Das ungefähr die gleiche Länge hat. So. Und dann sollte es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soll es. Geht nicht? Gut. Dann machen wir es so. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob unsere Mitarbeiterin das jetzt macht, aber gut, die Bäume. Gut, dass ich die Bäume weggenommen habe. Das hätte sonst nicht gepasst. Ah, wegen der Scheune passt das wahrscheinlich nicht länger. Aber so reicht das. Und da kommt später hier noch ein Feld hin. Aber eins nach dem anderen. Dafür müssen die Bäume hier natürlich auch weg. Dann haben wir nämlich so richtig schön große Felder und die kleinen kommen da weg. So, ich weiß nicht, ob unsere Mitarbeiterin das macht. Das werden wir sehen. Wir sind ja erst am ersten Frühlingstag. Wenn sie es spätestens am nächsten Tag nicht macht, müssen wir uns selber drum kümmern. Also anpflanzen wird sie es definitiv nicht, das weiß ich. Weil da war noch nichts drauf, sie weiß nicht was. Aber es kann sein, dass sie das hackt. Da muss ich drauf achten. Ich muss mir jetzt mal kurz was zu essen machen. Gebratenes Fleisch haben wir ja später schon. Fleisch mit Soße ist nicht drin. Und wir haben hier so viel Gammelfleisch. Allein das hier. Davon nehme ich mal ein bisschen was mit. Ah, Fleisch ist so schwer, ne? Und wir sind auch schon so voll. Ahne mal, ich nehme mal 40 Fleisch mit. So. Na, 40. Gut. Und dann nehmen wir nochmal 40 Kohl mit. Davon haben wir auch so viel. Obwohl, Kohl brauchen wir, glaube ich, mehr. Der braucht immer 3 Kohl und ein Fleisch, ne? So war das. Also bräuchten wir rein theoretisch 120 Kohl. Also sind wir gnadenlos überladen. Das wird so nichts. Warte mal, ich packe erstmal das Rundholz. Das nehme ich hier gleich wieder raus. Das hat hier drin ja nichts verloren. Stöcker raus. So kann ich mich zumindest bewegen. Ah ja, im Schneckentempo. So wird das nichts. Ich muss weniger braten. Ich wollte jetzt einen ganzen Schwung braten, aber das wird so nichts. Ah, dann packe ich erstmal ein bisschen Kohl weg und hole mir dann lieber später nochmal Kohl nach. Wäre wohl besser. Bin um 14 Kilo überladen, ne?
Jo. Dann hole ich mir lieber nochmal Kohl nach später. Mach denn jetzt erstmal das Fleisch zu Kohl? Wir sind ja auch am Ende des Tages, so ist das nicht. Der erste Wintertag erfolgreich rumgebracht oder halbwegs erfolgreich. So, packst du bitte mal die Schaufel weg. Danke. Ne, 1-1 ist es. Okay, dann haben wir so oder so viel zu viel Kohl. Die Stöcker und das Rundholz kommt da natürlich wieder raus. Das hat im Ressourcenlager nichts zu suchen. Aber wir brauchen hier was zu essen. Gut, ich lasse es dann jetzt hier in Ruhe fertig köcheln. Wir sehen uns morgen wieder. Da holen wir erstmal die Stöcker und das raus. Machen noch ein bisschen Geld, das muss sein. Und vielleicht finden wir morgen mit Glück ja irgendwo in einem der Spots mal einen Bären. Wie gesagt, immer wieder zwischendurch mal gucken, so lange bis wir einen haben. Es hat keinen Sinn, immer die ganze Folge rumzurennen. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, weil die letzten paar Folgen mehr oder weniger nur Rumgerenne war. Aber das Erkunden gehört halt auch zum Spiel. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Bis morgen!